Freunde, herzlich willkommen zurück bei God of War. Und ich denke mal, dass in dieser Höhle, also nach dieser Höhle, wieder ordentlich, diese Fliegviecher, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, wie die heißen. Ich denke mal, dieser Gang sieht so kacklang aus. Mal, kann ich die einzeln da vorne trennen? Mist, ich dachte, er zieht einen Bogen. Aber komm mal her. Na, ein kleines Stück weiter runter, ne? Warte mal, ich probier's nochmal. Oder muss ich wirklich alle drei? Kannst du da drauf schießen? Ja, das bringt ja wieder nichts. Warte mal, ich probier's mal so. Ja, zwei bekommen wir hin, aber den dritten, das wäre ein bisschen kompliziert. Na gut, ich versuch mal. Ist auch noch einer, ne? Moment. Der? Ach kacke, das hat nicht funktioniert. Ich dachte vielleicht, dass man irgendwie eine Reihenfolge oder so machen muss. Ah, das glaube ich nicht. Das wäre ja zu merkwürdig jetzt. Ja, warte mal. Ich muss ganz kurz was wiederholen. Konzentrieren, Junge. Ja, der hat abgewehrt, den Mist. Warte mal ganz kurz. Ich steck mal. Hau ab. Ich muss das Ding wieder haben. Danke. So. Weg mit dir. Du auch nochmal. Warte. Und jetzt. Hä? Ich dachte, der eine ist nur hinter mir. Ja, warte. Ich hab den schon. So, jetzt habe ich nur noch euch an der Backe. Komm ran hier. Er hat dich erwischt. Es groß drauf da. Beiseite. Gott, weg. Jetzt habe ich wieder die anderen. Ey, wie viele seid denn hier? Fuck. Ich hätte den jetzt so gut kriegen können. Aber der rollt jetzt nicht. Warte. Warte, Kleiner. Ich hatte den abgewehrt. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Jetzt. So, wie viele sind denn hier noch? Mit ihren scheiß Bomben hier mit mich. Der spawnt immer wieder nach, der Sack. Weg von den Bomben. Ich hätte ihn so gut kriegen können. Wo ist er denn? Da. Boah, der verpisst sich immer. Ist nicht dein Ernst, oder? Jetzt. Warte, weg. Oh, Alter, wie hart nervig sind denn die? Der hier, Vater! Okay, rauf auf den. Schnapp ihn dir, Kleiner. Nein, die Bomben! Oh, ey, die sind so hart nervig. Schnapp ihn dir doch mal. Ich krieg den Vogel nicht. Los, Kleiner, schnapp ihn dir. Ich will den mit dem großen Schlag erwischen, aber ich krieg immer nur die Kleinen rein. Ja, warte mal. Ich kann hier nicht viel machen. Mach was. Schieß auf den doch mal. Jetzt hab ich. Mann. Das war schwierig. Das war nervig, nicht schwierig. Ich brauche Lebensenergie. Oh, ich habe aber, glaube ich, kein
kein Heilangriff mehr, ne? Auch wenn jetzt noch welche kommen. Oh, ich werde wahnsinnig, Freunde. Ich war wahnsinnig mit den Viechern. Dachte ich mir noch. Okay, was habe ich bewirkt? Ach, hier, die Truhe. Oh, Junge, da geht einem mal ein bisschen die Pumpe, ne? Gerade wenn er so, aber ich finde diese Kämpfe geil, auch wenn ich mich da tierisch aufrege. Es macht so richtig Spaß. So, ich hoffe, er bitte jetzt nicht doch welche. Guckt mal bitte meine Lebensenergie an. Es wäre jetzt echt... Scheiße. Oh oh. Das wird jetzt hart, Freunde. Ich kenne die schon. Die machen nämlich dolle Aua. Gerade mit meiner Lebensenergie. Das ist nicht gesund, Freunde. Die seht schon nämlich, die explodieren. Au ab! Warte mal. Fuck it! Ich komme zu dir! Ein Glück hatte ich davon noch was. Pass auf, Vater! Die fliegenden Kackbiester gehen mir nämlich so hart auf den Sack. Ihr seht, was passiert. Leck mich doch! Oh Mann, ey, das war fast das zweite Mal, also fast zweimal am Stück gestorben, aber ich glaube, das war mein letztes Wiederbelebungsteil. Ich weiß, einige sagen jetzt, die das schon gespielt haben, ey, so schwer ist der Part hier ja gar nicht, aber ich finde den nervig. Das ist mal beeindruckend. Wofür hast du jetzt gerade Augen? Da oben liest das. Haben wir wieder Schleimi? Wo ist das Ding dafür? Ich sehe es gerade nicht, weil es hier ein bisschen zugewuchert ist vorne. Komm nicht ran. Überall liegen diese komischen Geisterviecher rum. Lies das doch mal da oben. Was steht da? Ja, Vater. Sag an. Aus der Dunkelheit beschütze das Licht. Hat nicht ganz so gut geklappt. Was? Ja, Sir, warte mal. Mal uns kurz prüfen, was hier drin ist. Das Dumme ist jetzt wirklich, dass ich das Wiederbelebungszeug da verwendet habe in so einem, ja, Kackpart eigentlich mal. Ach, da hinten. Was? Das sind wirklich zwei? Wo ist der zweite? Warte mal, hä? Oder habe ich da irgendwas übersehen? Kriege ich bestimmt erst drüben. Komm, wir gucken mal ganz kurz rüber. Lebensenergietechnisch sieht es bei uns jetzt nicht gerade geil aus. Ach, da sind die beiden. Hau mal durch. Drei. Okay. Gut, hab alle? Hier war keine. Gut, ich muss mal ganz kurz zurück, auch wenn er das schon wieder sonst wohin gekrabbelt ist. Dann hole ich mir... Bitte, ist etwas Gutes diesmal drin. Bitte, ist etwas Gutes. Und? Ein neuer Schlüpper. Runenkraft, was ist das bei Runenkraft? Ja, guck ich später nach. Also ich... Die komplette Umkleidung mache ich sowieso meistens erst, wenn ich sozusagen die Dungeons durch habe. Ansonsten will ich mich erstmal auf mein Zeug verlassen, was ich jetzt gerade anhabe. Also ihr wisst schon, ich habe ja bestimmte Runen drin, die ich immer brauche für alles drum und dran. Oh Gott. Wenn die mir schon Lebensenergie geben, dann weiß ich, irgendwas passiert gleich. Ach da. Mensch, gut, dass der Bengel ein bisschen gucken kann. Ich kann es nicht. Was haben wir denn hier? Bengel, müssen wir da rüber? Jo.
frage mich, wo es das noch hinführt. Weil, ich weiß nicht, vor ein paar Folgen. Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Ja, ob dieser eine Vogel da noch lebt, also die letzte Folge, der den Jungen angegriffen hat. Ich glaube, da war davon gekommen, ne? Da, noch ein Lichtalb. Was macht er? Oh nein! Wieso töten Sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Ja, warum muss ich denn immer bei irgendwelchen Fliegviecher hier ankommen? Ja, ich muss, glaube ich, dich erst da wegmachen, ne? Warte! Ich muss in die Mitte kommen von dem. Gott, der ist runtergeklatscht. Ich muss den Dicken da kriegen, den Level 3er. Ja, warum schießt du denn jetzt dazwischen, Bengel? Und bumm, komm. Den habe ich zerteilt. Ey! Warte. Ich muss den Dicken da kriegen. Warte. Und runter. Weg mit dir. Du auch noch. Ey. So, kleine Schläge hinterher setzen. Aber ich brauch den da. Warte. Ah, wisst ihr du? Aua. Ey, ich hab dir eigentlich eine gute Attacke zugefügt. Jetzt aber komm! Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt ab. Und. Ey! Nicht abwehren, hör auf mit dem Scheiß. So, der ist hin. Komm, schieß jetzt einmal drauf. Schieß nochmal drauf. Wunderbar. Was jetzt? Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. Okay, machen wir es mal kaputt hier. Achso, ich muss ja ganz oft drücken. So war das, ne? Warte. So, komm, drück! Und wir haben ein Fenster. Das hat geholfen. Da, mehr Lichtbrücken. Folge mir. Haben wir noch was vergessen? Irgendwas, was hier vielleicht rumliegt? Irgendwas, was ein bisschen Lebensenergie gibt? Wie keine Lichtgeräusche machen, wenn man da rüber rennt. Okay, ich brauche Lebensenergie. Sonst... Ach, nein. Noch nicht bereit, leider. Warte. Ich hasse diese explodierenden Kackviecher auch. Also alles, was fliegt, ist sowieso unfair in dem Spiel. Habe ich jetzt gerade zwei mit einem Wurf getroffen? Okay, cool. So, links oben hängt irgendwas in der Luft. Und hier werden da gleich wieder Fliegviecher kommen. Ich mach schon mal den. Oder auch nicht. Was? Sag mal. Es will nicht. Oder muss ich da doch näher dran sein? Warte mal ganz kurz. Ja. Hau doch mal ab! Bin soweit! So. Warte mal.
Alter, wie viele seid denn hier? Alter, versuchen da hinten wieder zu schießen, die Vollidioten. Mann, ich will da ran. So. Weg mit dir. Und er ist runtergefallen. Was ein Trottel, ey. Rauf, ran. Rüber. Hä? Da. Hä? Da. Dann müssen wir uns was aufsammeln. Weg mit dir. Aber wie viele müssen das dann noch werden? Das wären bestimmt wieder 10.000 Stück oder so. Dass ich hier irgendwann total am Platzen bin. Gott. Weg damit. Ach, ich habe bald wieder Rage-Mode. Das heißt, so ein Kapitel wird, denke ich mal, ein bisschen kürzer werden. Bis diese Flugviecher sind so hart nervig. Ich weiß, ich sag's jetzt in dieser Folge ziemlich oft, aber diese Bombendinger, wenn da 3, 4 Stück kommen und die sind dir zu nah, dann ist gleich Feierabend. Dann ist gleich Ruhe. Und geht dann nicht weiter, ne? Dann ist der tot. So. Irgendwas muss ab und zu... Ah, das war nur ein Grafikfehler. Ich dachte irgendwie, da oben ist irgendwas Interessantes. Ich gucke auch ab und zu nach den Raben von Odin. Aber bis jetzt ist mir nicht aufgefallen, dass hier unten irgendwo welche sind. Wir haben ja nur oben im Bereich einen gehabt. So. Sieht schon wieder gar nicht gut aus hier. Okay. Wohin jetzt? Ja. Jetzt muss ich die richtigen rausfinden, oder wie? Warte mal. Die waren richtig. Ja. Und hier muss auch irgendwo vielleicht eine Dreier-Kombo sein. Oder war ich... Ich teste mal ganz kurz. Okay, der gehört mit denen da zusammen. Oder? Ja, sieht so aus. Probieren wir mal durch da. Genau. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch dich und dich. Aber ich gehe mal von der Seite ran. Werfen wir die hier nochmal durch. Den Kleinen jetzt hinten voll im Kopf. Pass auf. Ach nee, warte mal. Der gehört mit dem da zusammen. Mit dem unten, warte. Haben wir. Das ist schon leicht eklig hier, wo wir drauf rumlatschen. Das sieht irgendwie so fleischig aus. Wie so aufgeplatzte Bockwurst oder sowas. Ja, wen wägst du denn du dran? Ist hier noch jemand bei, wovon ich nicht weiß? So, durch da. Schick mir mal den Jungen vor. Er ist, ich glaube nicht, dass wir hier sein ist eh unsterblich. So ein armer alter Mann. Eine Axt hier durch die Botanik rennt. Hast du gehört? Sei wachsam und bleib bei mir. Das gefällt mir nicht, Freunde. Mir bestimmt. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrost? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Ihr war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Still. Ich hab ihn. Dein Messer, Junge. Ich glaube, die werden hier drinnen ja gebrütet oder so. Wenn der da so aus dem Dings rauskommt. Das war knapp. Bleib ganz in meiner Nähe, Junge. Das werde ich. Jetzt versteh ich's. Oder? Liege ich falsch?